So, meine Freunde des gepflegten Essens an Feiertagen. Ja, was haben wir jetzt hier Feines, ne? Schöner Energy Drink. Das ist Farbe. Lecker, lecker, lecker. Das sind eigentlich noch Sachen, die zu testen sind und zu reviewen sind. Ich habe noch ein paar mehr. Yam, yam, yam. Die müssen alle noch durchprobiert werden. Ja, Mensch, habt ihr überhaupt mal durchgelesen, was da hinten alles draufsteht? Ich bin jetzt bloß bei diesem Taurin hängen geblieben. Ich habe da mal gegoogelt. Stimuliert den Einstrom von Calcium, ist ein Antioxidant. Ein Mangel kann vielleicht zu Nierenschäden führen und einer Störung des Immunsystems. Wahrscheinlich wirkt es auch entzündungshemmend, zum Beispiel auch gegen Leberschäden bei übermäßigem Genuss von Alkohol. Also immer alles in Kombination, Wodka und Energydrink. Dann ist alles gut. Also die Steigerung der Leistung, die viele davon erhoffen, kann wahrscheinlich auf einen Placebo-Effekt beruhen. Ja, so viel dazu. Danach habe ich oft gehört zu lesen. Könnt ihr ja selber mal googeln. Yam, yam, yam. Ah, das kennt er sowieso. Ich kannte das auch von früher schon. Das ist wirklich Bullet. Also das kann man trinken. Feine Sache. Ein richtiges Leckerli. Nachdem man eigentlich bisher getrunken hat, füllt man den Rest mit Wodka auf. Kleiner Scherz. Hier, Leute, das ist mal wieder vom Allerfeinsten, womit uns hier die Nahrungsmittelindustrie versorgt mit allerfeinsten Sachen, die wahrscheinlich nur unser Wohlergehen im Sinn haben. Allerdings nicht für stillende Frauen, für Kinder, für Schwangere, also bei den ganzen Ausnahmen. Uiuiui, wenn man das unten mal durchliest. Von übermäßigem Konsum sollte man absehen. Und eine gesunde Ernährung wird empfohlen. Na, warum stellen sie denn da nicht gesundes Zeug her, was man sich reinplümpern kann? Das ist wieder mal so ein kleines Paradoxum. Also Leute, viel Spaß beim Trinken. Hier nochmal ein großes Bild. Yam, 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 dieser leckeren Dose. Ja, die werde ich mir jetzt schön gönnen, ne? Was soll man sonst machen aus Langeweile? Also tschüss, Freunde, ne? Bis später mal.